Wer sich nicht benehmen kann, sollte auch mal zur Rechenschaft gezogen werden. 10 nachweislich ungehobelte TV-Rüpel müssen sich im Promi-Büßer-Camp in einem Steinbruch Extremherausforderungen stellen. Keine Luft. Warum tust du mir das an? Irgendwann muss es dann auch mal gut sein und sagen, ey, dir sei auch mal vergeben. Doch bis dahin müssen sie vor der Kamera und Olivia Jones Farbe für ihre Untaten bekennen. Herzlich willkommen zu deiner ganz persönlichen Runde der Schande. Wenn ich das alles so höre, würde ich sagen, du bist ein Sexist. Zitat, das ist aber auch eine Nase, die man echt gut brechen könnte. Das sind Gewaltfantasien. Jetzt weiß ich auch nicht, warum man jetzt hier so ein Riesenfass aufmacht. Andere haben in dir ein Monster gesehen. Etwas Teuflisches. Das klingt sehr nach Kontrollfreak. Nein, bin ich nicht. Den Schuh ziehe ich mir nicht an, Olivia. Was stimmt da bei dir nicht? Und genau deswegen erwartet die Promi-Sünder eine Zeit voller Entbehrungen und Sühne. Das Prinzip ist einfach. Wer mies zu anderen war, hat auch hier nichts anderes zu erwarten. Was scheißen die denn da raus, diese Erbsensuppe? Was ist das denn, Alter? Hui! Manchmal muss man Schmutzwäsche waschen. Selbst die Leute im Knast haben es eigentlich besser wie wir. Was hast du für ein Problem? Ihr haut ihr gleich eine rein. Wir reden gerade gar nicht über dich. Bist was bildest du dir ein, du asoziales Vieh? Hier ist ein Irrenhaus. Komm, können wir müssen weitermachen. Wer ist und bleibt ein notorischer Stinkstiefel? Und wer ist reif genug für ehrliche Reue? Die Antwort in Das große Promi-Büßen. Ab heute bei Join Plus. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken. Oder ihr abonniert einfach unseren Kanal. Oder könnt, noch am allerbesten, links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.